This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, ich wollte mal ein Video heute zu machen, was ich so in Marokko an Früchten gefunden habe und auf dem Markt an Obst und Gemüse. Ich das mal kurz zeigen. Und zwar hier haben wir einmal Melonen, riesige Wassermelonen kriegt man hier, alle Arten von Melonen, echt reichlich und echt lecker. Ja, Bananen eben, die brauchen noch eine Menge. Avocados haben sie viele kleine und ja, sauleckere Saftorangen, braucht man echt so wenig und kriegt schon aus einer so einer Orange. Halbes Glas voll oder so. Sonst haben wir eben noch ja, Gemüse, alles Mögliche, was sie hier anbauen. Paprika, Gurke, Tomaten, Zwiebeln, Karotten. Was sie eben weniger haben, ist einfach so Sachen wie ja, tropische Sachen. Papaya, Mango haben sie hier nicht so. Dafür haben sie eben mehr süße Sachen, süße Melonen, Honigmelonen und ja, Datteln und Feigen, eben viel Trockenfrüchte. Hier habe ich auch nochmal Datteln geholt gehabt. Sind auch echt lecker, gar nicht zu vergleichen mit denen, die man sonst eben in Deutschland oder so bekommt. Ja. Ja, mit dem Trinken wollte ich nochmal kurz sagen, wie ich es mache. Beim Trinken mache ich es eben so. Weil auf Reisen ist immer schwierig, du kriegst halt immer überall nur Plastikflaschen und kriegst nirgends irgendwie frisches Quellwasser, du weißt ja nicht, was in der Umgebung ist oder musst dich halt vorher drum kümmern. Und ich denke eh, man soll so viel trinken, wie man Durst hat halt, erstmal, weil manche einfach sagen, immer viel trinken, wenn der Körper es gerade nicht braucht, dann trink nichts. Wenn du Durst hast, trink, fertig. Und normalerweise eben, wenn man wirklich nur frische Früchte und Rohkost isst, dann hat man kaum Durst nach einer Zeit mehr. Umso länger man das macht, umso reiner der Körper ist, umso weniger Durst hat man dann. Weil, ja, wenn man nichts Dehydriertes isst, dann entzieht es dem Körper auch kein Wasser. Dann hat man einfach nicht mehr dieses Durstgefühl. Ich habe, wo ich in Nicaragua, Costa Rica unterwegs war, habe ich auch 2 Monate nichts getrunken, kein Wasser. Ich habe immer nur Wassermelonen oder Papayas, halt, ja, wässrige Früchte gegessen. Und dann steckt den Bedarf völlig ab. Also, ich habe es, wenn ich 2 Monate schaffe, dann ist es wohl ganz gut möglich. Und ja, auch hier jetzt seit 4, 5 Tagen unterwegs. Und ich esse dann immer nur Wassermelonen oder sowas frühst, dann bin ich gut hydriert. Und ja, und wenn ich nichts, keine Trockenfrüchte oder sowas esse, wenn man nichts Gekochtes isst, dann hat man auch nicht so den Durst. Dann reicht es völlig aus, wenn man eben wasserhaltige Früchte isst und damit seinen Wasserhaushalt deckt. Und ja, das wollte ich dazu nur mal sagen, weil man immer so auf dem Wasser, viel Wasser trinken. Wenn es schlechtes Wasser ist, was bringt mir das? Der Körper muss es nur wieder verarbeiten, muss es wieder loskriegen. Und bevor ich irgendwie Hormone trinke oder einfach Wasser mit einer schlechten Ladung, das zieht den Körper ja nur runter. Das beste Wasser, optimales Wasser ist einfach Fruchtwasser von Wassermelonen oder was auch immer. Oder eben Quellwasser, richtig frisches Quellwasser, nicht durch irgendwelche Leitungen gepresst und was weiß ich, mit irgendwelchen Schwermetallen. Belastet, eben unbelastetes Quellwasser, das irgendwo aus unbelasteten Gebieten, was man heutzutage ja gar nicht mehr so richtig bekommt, hat. Darum ist das Beste, denke ich, wirklich noch einfach Früchte und Quellwasser. Wassermelonen, optimal. Ja, das dazu. Und ja, schreibt einen Kommentar unter das Video, was euch noch so interessiert zu Marokko, Früchten oder wie ihr das handhabt. Was ihr so für Wasser trinkt, was für Aufbereitungsmöglichkeiten ihr da so seht. Und ja, ich denke halt immer, wenn man ein schlechtes Wasser aufbereitet, man wird nie an das Optimale vorher kommen. Das ist wie wenn man eben eine Dattel erst dehydriert und dann wieder mit Wasser aufsaugen lässt.
Die Dattel wird dazu nicht wieder richtig lebendig. Ich denke halt, das Optimale ist Quellwasser und ja. Ansonsten, zweite Wahl halt immer gut aufbereitetes normales Leitungswasser. Aber da kenne ich mich eben nicht so aus, da müsst ihr euch mal ein paar andere Videos zu anschauen vielleicht. Weil Wasser aufbereiten, ich habe halt wie gesagt, wenn schon gleich Quellwasser getrunken oder Früchte gegessen und aufbereiten war mir immer zu teuer, irgendwas anzuschaffen und ja, jetzt dadurch eh nicht so viel Wasser sonst trinke ich vielleicht, wenn ich daheim bin, höchstens einen halben Liter frühs und ansonsten trinke ich eigentlich kein Wasser, ein paar Schlücke halt frühs. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.